So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Valhalla. Und wir machen heute weiter mit der nächsten Quest, die als Böses erwachen. Wir sollen Kirtwies Späher töten. Aber ich bin also jemand, ich baue mal gerade kurz meine Stärke weiter auf, und zwar mit Nahkampf, und wir machen weiter. So, wir haben immer noch die. Der hat sich in dem. Hat er sich in dem Haus verschanzt? Oh, warte mal, das machen wir etwas anders. Okay. Frage: Speer, Mehrzahl, Speer, Einzahl? Mehrzahl. Finde und töte alle Späher, Kurtwies. Während es voll. Was siehst du da oben, Sühne? In erster Linie mal im Berg. Alle Hunde sind Lager, das könnte natürlich bedeuten. Das sind doch Typen hier, ne? Die zwei. Glaube, wir sollen jetzt erstmal schauen, wo wir lang müssen. So, dann gehen wir mal da hoch. Ich habe kein gutes Gefühl. Nur wir drei? Wir sollten zurück. Pfeif, manchmal ist das beste Gegner einzeln und unbemerkt auszuschalten. Ich bin Hilfe, sollte sich Gegner in der Nähe auf. Wenn du in der Nähe versteckt bist, kannst du sie alle, indem du pfeifst. Bericht erstatten, solange wir können. Wir können Kurtwi von den Langschiffen berichten. Oder in den Kopf von Sigurd Skyrbjörn. Nun gut. Wenn Ljot zurückkommt, wägen wir den nächsten Schritt ab. Doch ich will hier nicht unnötig verweilen. Hörst du? Nicht wie ein Kind. Mögen besoffen sein, aber nicht taub. Sigurd muss davon erfahren. So, suche Sigurd auf. Und die komische versteckte Klinge habe ich schon gar nicht mehr dran gedacht. Ich weiß gar nicht, ob wir sie bei Origins gekriegt haben. Ich weiß nur, dass wir sie bei Black Flag abbekommen haben, ja. Die Quest kenne ich noch, aber jetzt das Ding weiß ich jetzt nicht mehr. Aber ist auch egal. Wir warten, wird Kyrtwi stärker. Wir haben nicht die Leute, um Kyrtwis Feste zu stürmen. Die Verluste wären zu groß. Die Verluste sind jetzt schon zu groß, Vater. Bis diese Schlange tot ist, wird sie uns vergiften. Tag um Tag, Tropfen um Tropfen. Das Gift hat bereits unser Wasser verschmutzt. Götter, Eivor, was ist geschehen? Späher in unserem Lager.
3 Männer von Kjötvi geschickt, uns im Schlaf zu töten. Ich vergalt es ihnen. Da hörst du es. Das hast du vom Warten. Wir müssen auf diese Schmach antworten. Sie kamen aus Netafall, dem Walfängerdorf in Kjötvis Einflussbereich. Doch schlagen wir zu. Wir brennen es nieder, bevor Kjötvi vom Tod seiner Speer erfährt. Er könnte mehr geschickt haben. Ich suche das Dorf ab, während du die Mannschaft sammelst. Nicht nötig. Heitam wird das Gebiet absuchen. Verlasst euch auf ihn, während wir unterwegs sind. Wir? Willst du dich anschließen? Ich bin nicht wie ihr für Valhall vorgesehen. Aber dies wird nicht meine erste Schlacht sein. Das gefällt mir nicht. Aber ich halte euch nicht auf. Ja, sie haben uns zwar die Klinge gegeben, aber ich traue den zwei gerade irgendwie noch nicht. Ich führe meinen Sohn nicht in denselben Sturm, der dir folgt. Wie gesagt, wenn wir was gelernt haben irgendwo, dann... wenn wir Dinge gelernt haben, dann definitiv vertraue niemandem. So, wir sollen uns jetzt mal kurz gucken, wohin müssen. Da oben. Also müssen wir doch hin. Also reise ich erstmal hier hoch. Und dann geht's weiter. Definitiv. So, ich brauche jetzt mein Schiff. So, Führung übernehmen. Los geht's. Als ich fort war, fernab dieser frostigen Küste und ich fragte, ob ich die Heimat je wiedersehen würde, spürte ich Angst. Angst, nicht rechtzeitig zurückzukehren, um Kjötvis Ende zu erleben. Angst, ihn nicht wie ein abgestochenes Schwein im Schnee ausbluten zu sehen. Doch hier bin ich, rechtzeitig, um mit jenen, die ich liebe und vermisst habe, in den Kampf zu ziehen. Heute entreißen wir Kjötvi Netafall. Heute Abend schlägt sein Herz wild vor Sorge. Morgen zerplatzt es vor Furcht. Er wird die Götter um Schutz anflehen, doch sie werden ihn nicht erhören. Und schon bald wird der Rabenclan sich an den Toten laben. Du kennst diese Inseln am besten, Wolfsmal. Führe uns zum Sieg. Ich weise den Weg, aber führen musst du uns. Oh, Eivor, wie habe ich dich an meiner Seite vermisst. Wie sehr ich wünschte, du wärst mit mir gereist. Styrbjörn wollte dem Schicksal nicht unser beider Leben anvertrauen. Er war grundlos besorgt. Zusammen sind wir unaufhaltbar. Bist du nicht hier links in dem Lager, glaube ich, ja, ne? Aber ich will jetzt erstmal ganz kurz den Synchropunkt da vorne noch holen, wenn wir schon mal da sind. Ja, das Lager wäre hier links, aber ich möchte jetzt, wie gesagt, den Punkt da vorne holen. Dann haben wir zumindest mal einen etwas weiteren Überblick. So, wie gesagt, kurz mal. Stavanger. Hier drin erstarre ich zu Eis. Also wirklich lange schwimmen kann man nicht.
So, wir müssen auf die Spitze von diesem Gebäude. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Harre, hey. Ja, wie gesagt, ich hatte den Punkt jetzt mal nicht geholt, weil wir dann hätten zurückfliegen müssen. Aber jetzt haben wir die Möglichkeit, tatsächlich diesen Punkt mitzunehmen. Na komm. Und jetzt kommt wieder so ein Epic Moment. Ja, ist das geil. Wie gesagt, ich spiele die PS5-Version von dem Spiel. Und ja, es ist wirklich die PS5-Version. Es ist nicht die PS4-Version. Autsch. Frage. Baut sich die Energie von selbst wieder auf? Oder muss ich jetzt darum? Habe ich mich jetzt gerade ein bisschen verkackt? So, ich muss jetzt gerade mal gucken. Super. Ach, guck mal, wir sind sogar nicht mal alleine. So, ich... So, das ist das Lager, was ich meinte. Ja, was mich jetzt gerade so ein bisschen nervt, ist halt, dass ich Gegner nicht automatisch angezeigt, also Gegner nicht, wenn ich die Links ansetze, dass ich Gegner angezeigt bekomme. Wir sind bestimmt nicht alleine. Gute Frage, nächste Frage, ist das eine... Dieser Ort wird gut bewacht. Hey. Mit Ansage, dass da Gegner noch sind. Ich muss sehen, was du siehst. Moment mal. Gut. Ja.
So. Ein Kompass. So, ich muss jetzt gerade gucken. Sei meine Augen. Die Vorräte sind das wahrscheinlich die Punkte, die ich. Das sind wahrscheinlich die blinden Punkte da, oder was? Gut, das sind Zivilisten. Im falschen Dorf. Die Bö. Könntest du einen Kampf überstehen? Ja, möchte ich aber gerade nicht, danke. Bist du es? So, wir sind überhaupt im falschen Dorf gewesen und wir haben ein paar Gegner mitgenommen, aber die waren jetzt nichts Besonderes. Ja gut, wenn wir uns natürlich jetzt aufmachen zu dem Schiff. Drüber reisen. So, jetzt müssen wir darüber. So, ich möchte jetzt gerne darüber. So, ob das jetzt alles war oder ob das jetzt nur Zufall war. Ja, wir haben ja ein Dorf jetzt angefangen zu plündern. Wir haben ja ein paar Feinde rausgenommen. Ich glaube aber nicht, dass das alles ist, gewesen ist. Die Säcke. Da oben. Die Götter wollen dich weg. Dich auch nicht, mein Freund. Nein, bin ich nicht. Meinst du, ich habe jetzt ein Problem mit dir? Oh, das ist keiner von uns. Ja, keiner von denen, das ist ein Fall. Hier haben wir noch einen.
Ich muss mal gerade ganz kurz. Oh, oh. So, finde und verbrenne die Vorratswaffe. Wir haben es ich habe ja verkackt. Finde und verbrenne alle. Warum ich gebrannt habe. Schiffe? Ui, ein Besuch. So, suche Sigurd auf. Wo ist denn der? Rabenclan, ihr fahrt eine blutige Ernte ein. Wer bist du, Fremder? Wie nennt man dich? Ich kenne sein Gesicht. Er hat vor kurzem Styrbjörn getroffen. So ist es.
Ich bin Gurdorm, der Onkel von König Harald des Nordens. Ich spreche für meinen Neffen, wenn nötig. Dies sind nicht König Haralds Lande. Warum schickt der Krieger so weit nach Süden? Die Frage kann er dir selbst beantworten, Herr. Danke, Onkel. Du bist Sigurd vom Rabenclan, richtig? Der Sohn des Waisenkönigs Styrbjörn. Der bin ich. Du stehst auf seinem Land, König Harald. Land, welches wir mit Blut und Stahl zurückholen. Dies sehe ich und achte ich. Denn ich bin nicht hier, um Krieg gegen euch zu führen, sondern für euch. Auf Bitte deines Vaters. Dieser schlaue Fuchs. War das der Plan, von dem er sprach? Ich biete meine Unterstützung an. Mit meinen Kriegern kann der Rabenclan Kjötvis Feste einnehmen und diesen Zwist ein für alle Mal beenden. Gute Nachrichten, Eivor. Der Wanderkönig wird das Blatt für uns wenden. Ein jeder, der Kjötvis Herrschaft beenden will, ist mein Freund. Wir danken dir, König Harald. Dein Vertrauen wird sich auszahlen. Diese Blutfehde sitzt tief, König Harald. Deine Hilfe ist willkommen. Doch muss ich den Angriff führen. Ach so. Ist das eine Frage der Ehre für euch? Ja. Vor vielen Wintern brach Kjötvi einen Schwur gegenüber unseren Vätern. Er brach den Frieden und tötete viele. Ich verstehe. Jarl Sigurd wird den Angriff gegen Kjötvi und seinen Clan führen. Gib ihm den Befehl über meine Schiffe und Krieger. Wenn du den Sieg in den Händen hältst, Sigurd, suche mich in Alrekstadia auf. Dann feiern wir gemeinsam. Unsere Leute versammeln sich in Flörli, nordöstlich von hier nahe der Fjord. Flörli? Schließt du dich uns an? Einen Moment. Du führst unser Langschiff, Eivor. Wir treffen uns dort und bringen den Göttern Kjötvis Kopf dar. Bruder, auf diesen Tag warte ich seit vielen langen Jahren. Wenn Kjötvi vor uns steht, lass mir den Todesstoß. Er ist dein, Eivor. Das hast du verdient. Eivor, hilf uns hier mal! Harald ist freigebig mit seinen Kriegern. Mehr als ich es wäre. Ich durchschaue sein Spiel nicht. Entweder ist er jung und dumm, oder trickreich und weise. Was auch sein Antrieb ist, ich habe ein gutes Gefühl, dass dieser Krieg bald endet. Ja, ich glaube, wir können jede Unterstützung gebrauchen. Ich würde auch sagen, wir nehmen sie erstmal an. So, und damit haben wir die Quest abgeschlossen. Ein böses Erwachen. Oder ein grausames Schicksal. Ist doch das Thema für die nächste Folge. Ich freue mich wieder, wenn ihr anschaut, wenn ihr hier bei Let's Play Assassin's Creed Valhalla.